Ja. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Steiner? Guten Tag, meine kleine Honigblüte. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Andreas Scott? Ja. Bitte. Hallo? Ja. Hallo, guten Tag, grüße Herr Hexen, ne? Was? Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu einer neuen absoluten Wahnsinnspartie Telefonterror aus dem Untergrund von den Callcentern, die euch reich machen wollen, es aber dann doch nicht schaffen und sich das Geld eigentlich nur selbst in die Tasche stecken wollen. Ich habe heute wieder drei Telefonate mitgebracht, die unseriöser eigentlich nicht sein könnten. Doch zeigen sie genau das auf, was täglich am Telefon in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz passiert. Aber auch nicht nur bei uns. Eigentlich rufen die netten Betrüger fast weltweit an. Überall, wo keine Strafen zu erwarten sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen drei Wahnsinnstelefonaten. Bitte. Hallo? Ja? Hallo, guten Tag, grüße Herr Hexen, ne? Was? Schön, Sie zu erreichen. Anton Eckhardt am Apparat. Ich spreche gerade mit dem schönen Hexen, ne? Ja. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Jetzt höre ich Sie auch besser. Also, ich habe das mitbekommen, dass Sie sich gestern bei uns registriert haben. Ich habe auch angerufen, Herr Schön, und würde ich Sie gerne fragen, erstmal, ob Sie ein bisschen Zeit haben jetzt. Wofür denn? Also Sie haben sich gestern bei uns ein Handelskonto registriert und da möchten Sie mit dem Krypto zu arbeiten, ne? Ja, und da rufen Sie an. Wie bitte? Ja, und da rufen Sie an. Deswegen habe ich Sie zurückgerufen gestern sofort, sobald wir uns mitbekommen haben, und dafür wollte ich Sie, also behilflich zu sein. Also darf ich Sie fragen, wie weit sind Sie gekommen mit dem Konto? Ich verstehe den Grund des Anrufs nicht so richtig. Den Grund des Anrufs? Ja. Also Sie haben gestern bei uns ein Handelskonto registriert. Deswegen habe ich mich gemeldet, um Sie weiterhin zu helfen. Aha. Und da rufen Sie dann einfach direkt an. Ja, Sie können auch zurückrufen, wenn Sie möchten. Und dafür sind wir uns immer verantwortlich für unsere Kunden. Deswegen habe ich auch Sie telefoniert und am Anfang habe ich Sie gefragt, ob ich Ihnen etwas gestört habe. Vielleicht sind Sie auf der Arbeit oder was weiß ich. Deswegen würde ich gerne fragen, an welchem Bereich waren Sie eigentlich dazu interessiert? Mhm. Hören Sie mich, ja? Ich höre Sie, ja. Aber zurückrufen also, kann genau. Man nicht, gerade fest. Bitte? Ich höre Sie, aber zurückrufen kann man nicht. Ich habe das gerade ausprobiert. Nee, geht nicht. Ich lege auf. Und also, Sie brauchen dazu nicht auflegen. Ich habe mehrere Leitungen. Es funktioniert schon. Sie haben gerade eben telefoniert. Es geht dran. Natürlich, die ist dran gegangen. Ja. Wer ist dran gegangen? Ja, niemand. Ja, hören Sie zu. Ja. Sie haben angerufen, Sie haben aufgeregt. Da spricht keiner. Da kommt kein Automat, nichts. Also man kann Sie nicht zurückrufen. Doch, auf jeden Fall. Vielleicht irgendwelche technische Fehler. Nee, das ist kein technischer Fehler. Das ist so gewollt. Moment, die Leitung legt nach 10 Sekunden wieder gerade auf. Ich guck mal gerade und rufen Sie sofort an. Warten ja, mal. Da bin ich mal gespannt. Da rufen Sie bestimmt nicht nochmal an, so wie ich das kenne. Ein Moment. Herr Heschen? Ja? Sie können jetzt gerne anrufen. Das war ein Fehler, technischer Fehler. Aha, das war ein technischer Fehler. Sie können gerne anrufen, Herr Heschen. Auf Ihrer Leitung soll ich jetzt anrufen. Wie bitte? Machen. Okay, soll ich auflegen? Nö, warum? Ja, also das ist Betrug, definitiv. Haben Sie jetzt angerufen? Also es ist mehr als unseriös, wenn jemand da rangeht und sagt, ja, hallo, guten Tag. Das sagt kein normales Unternehmen. Und wie meinen Sie, also wie hättest du gerne, also gut findbar, wenn Sie mit einem unseriösen Unternehmen telefonieren? Ja, erzählen Sie mal. Sie sind ein unseriöses Unternehmen. Ja, erzählen Sie mal. Okay, und woher wissen Sie das? Erzählen Sie mal. Ja, indem Sie keinen Kundenservice haben. Ja. Also, um das hier mal technisch ein kleines bisschen aufzudröseln, was jetzt hier genau im Hintergrund passiert ist. Der nette Betrüger, der ja ruft hier direkt an und brüstet sich als allererstes damit, dass man ja die Firma zurückrufen könnte. Ich weiß es nicht, ob die Betrüger hier bei den Scambaitern aufgepasst haben, weil das ist tatsächlich eins der größten Indizien, dass man keine seriöse Firma dran hat, wenn man da ja niemanden erreicht, wenn man zurückruft und die Rufnummer gar nicht erst existiert.
Diese Betrüger haben sich gedacht, naja, wir richten da mal eine Nummer ein, die funktioniert. Und das tut sie in der Tat sogar. Nur, dass wenn man da anruft, dann meldet sich da jemand mit, ja, hallo? Also ich glaube, eine seriöse Firma meldet sich definitiv nicht mit ja, hallo am Telefon. Auch wenn man jetzt hier bei dieser Telefonnummer einmal zurückrufen konnte. Ist tatsächlich erstaunlich, dass man die zurückrufen konnte. Naja, aber seriöser macht's das Ganze hier tatsächlich nicht. Im ersten Versuch, tja, konnte ich sie ja nicht zurückrufen. Da war die Nummer schlichtweg einfach nicht erreichbar. Also das System hat einmal kurz getutet und dann kam da nichts mehr. Die Nummer war dann quasi einfach nur tot. Hat man mich wahrscheinlich auf einen leeren Anrufbeantworter weitergeleitet. So macht man das tatsächlich auch in einem normalen Kundenservice sehr gerne, um die Leute loszuwerden. Wenn dann nichts mehr am Telefon kommt, dann legt der Kunde schon von alleine auf. So muss man nicht selbst so unfreundlich sein und das Gespräch einfach beenden. Also leitet man die Kunden auf eine Warteschleife weiter, die ja keine Musik und nichts weiter spielt. Und dann, dadurch, dass im Hörer nichts zu hören ist, legt der Kunde von alleine auf. So machen die das hier auch, glaube ich. Zumindest so, wie es jetzt hier gewirkt hat. Ja, und dann hat er ja gemeint, da wäre jemand erreichbar. Als ich das Ganze verneint habe, naja, hat man da wahrscheinlich dann nur irgendwas eingestellt, das Telefon eingeschaltet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging dann da tatsächlich jemand ran, aber wie bereits erwähnt, nur mit den Worten, ja, hallo. Ich glaube, unseriöser geht's eigentlich nicht. Es ist schon ein Wahnsinn, dass die überhaupt ihre Telefonnummer weiterleiten. Aber naja, im Wort liegt schon das Detail, weiterleiten. Das heißt nicht unbedingt, dass die Telefonnummer direkt in das Callcenter führt, wo ich gerade zurückgerufen habe. Das Ganze kann man auch technisch einfach umleiten, weiterleiten und aufschalten. Das heißt, die Nummer leitet eigentlich nur weiter an eine andere Nummer. Tja, und so sind die Typen trotzdem nicht auffindbar, auch wenn man an eine Telefonnummer jemanden erreichen würde. Und Service. Sie haben ja, gerade da geht dann keine Hotline ran, sondern jemand mit ja, guten Tag. Die sind ja kein Roboter. Genau. Die sind nicht derjenige, der uns anruft, verstehen Sie? Ja. Sie genau. Müssen auch Verständnis haben, weil alles hängt jetzt von Ihnen ab. Wissen Sie, ich habe kein Verständnis für Betrug. Gar nicht. Ich habe gar keine Wörter gezwungen, dass Sie etwas tätigen, sondern dass Sie das bei uns angemeldet haben. Weil derjenige, das bei uns angemeldet ist, sind Sie, Herrchen. Hat jetzt jemand Ihnen gezwungen, dass Sie bei uns angemeldet haben? Zu einem Anruf. Haben Sie, ich habe Sie was gefragt, haben Sie ich hab Ihnen ja schon irgendwelche geantwortet. Person, der Ihnen gezwungen hat, dass das bei uns angemeldet wurde? Naja, deswegen dürfen Sie ja trotzdem nicht anrufen. Sie haben bei uns angemeldet. Spielt ja keine Rolle. Wir brauchen von Ihnen Informationen wissen, woher Sie sind. Und wie stellen Sie sicher, dass die Rufnummer auch zu der Person gehört, die die Daten da einträgt? Wie stellen Sie das denn sicher, dass hier kein Datenmissbrauch... Welche Daten? Hier die Daten, die man da einträgt bei Ihnen auf der Webseite. Da könnte man ja seinen Nachbar eintragen und alle anderen, die man nerven will. Und das ist in Deutschland so nicht erlaubt. Bei wem haben Sie das probiert? Ja, Sie telefonieren ja gerade mit einem Charakter, der völlig frei erfunden ist. Daran sieht man das, dass Sie auf jeden Fall ja nicht seriös sind. Ich möchte Sie gerne fragen, was Sie einfach möchten. Möchten Sie weiterarbeiten oder möchten Sie einfach so bla 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 sagen? Also es spricht auf jeden Fall deutlich dafür, dass Sie einen unseriösen... Sagen Sie, sind zwei Wege. Möchten Sie weiterarbeiten oder möchten Sie etwas zuzwingen oder sowas? Versuchen Sie jetzt, die Leute unter Druck zu setzen, denn mit den Worten. Nein, auf keinen Fall. Sie sind derjenige, dass Sie von uns Hilfe brauchen. Aha, und woran machen Sie das fest, dass ich von Ihnen Hilfe bräuchte? Hallo, schönen guten Tag, Herr Helsing. Ich grüße Sie, mein Name ist Novak. Wie können wir Ihnen weiterhelfen, bitte? Ja, weiß ich nicht. Da können Sie ja mal den Kollegen fragen, wie man euch da so helfen kann. Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Meine Frage ist es. Weiß ich nicht. Sie rufen mir einfach die Leute an. Sie haben selbst bei uns gemeldet durch unsere Werbung, ne? Wenn Sie kein Interesse haben, ne, auf Trading zu investieren, dann wünschen wir Ihnen ganz einen schönen Tag noch. Das berechtigt Sie ja nicht zu einem anderen. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Tschüss. Ah.
Ja, und warum wollte man mich denn auf einmal so schnell wieder loswerden? Und vor allem auch so unseriös, wie man es ja nun nicht anders gewohnt ist. Vor allem, warum war da auf einmal wieder jemand anderes dran? Also der Typ hat einfach den Hörer weitergegeben und schon hat jemand anderes mit mir gesprochen. Ich glaube, in einem vernünftigen Unternehmen würde das auch nicht passieren, dass man einfach ohne Vorwarnung direkt an irgendeinen Kollegen abgegeben wird, der dann weiter irgendeinen Blödsinn vor sich hin stammelt. Tja, und dann wollte er mir auch noch erzählen, dass, ja, ich bräuchte ja unbedingt die Hilfe, um dort Geld einzuzahlen. Na mal ganz ehrlich, wo braucht man denn bitteschön Hilfe, um einen Bestellprozess oder einen Bezahlprozess abzuschließen? Das macht man in der Regel allein. Da braucht man niemanden am Telefon, der einem die ganze Zeit anweist, was man wo irgendwie irgendwann eintragen muss. Das ist ja kompletter Bullshit. Das ist einfach nichts anderes als eine Masche, um die Leute dazu zu bringen, wirklich dort ihr Geld einzuzahlen. Damit die Leute eben mit Anleitung sich bescheißen lassen. Ja, und damit die Betrüger wirklich an ihr Geld kommen. Aber hier hat man wieder ganz, ganz offen gesehen, dass da irgendwas in diesem Callcenter definitiv nicht mit vernünftigen Dingen zulaufen kann. Denn mehr als verrückt war es eigentlich nicht. Ja. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Steiner? Mhm. Herr Steiner, Lea Nowak an die Leitung. Wir haben schon gesprochen. Ich rufe Sie an von eurem Mentor wegen dem Angebot, das wir für Sie haben auf unserer Trading-Plattform. Worum geht's denn da? Sie arbeiten, kaufen, verkaufen die Produkte auf unserer Plattform, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien, was Sie gerne möchten. Aber erstmal möchte ich gerne wissen, Sie haben schon Erfahrungen an den Finanzmarkt gemacht, stimmt? Nee. Nee, okay. Ich würde Ihnen sagen, das Angebot für Sie ist ja 250 die erste Anlage, dass Sie immer auszahlen können, auch mit dem Nettogewinn. Sie haben bei uns den automatischen System und auch den persönlichen Kontomanager, die Sie jeden Arbeitstag erreichen können. Aber wir haben eine Altersgrenze. Können Sie mir sagen, wie alt sind Sie, wenn das gar kein Geheimnis ist? Ist ein Geheimnis. Geheimnis? Hm. Sind Sie bei 30 oder jünger? Das bleibt auch ein Geheimnis. Okay, können Sie mir sagen, wieso? Weil wir haben wirklich eine Altersgrenze. Also ich kann Ihnen nicht die Plattform zeigen, wenn Sie mir nicht sagen, wie alt sind Sie ungefähr. Ich denke, Sie sind 28 oder so. Stimmt? Kann sein. Naja, zumindest hat sie mal mit dem Fake-Datum schon mal fast richtig gelegen. Also mit meinem Fake-Geburtsdatum. Das gebe ich ja seit über einem Jahr mit 29 an. Aber schon Wahnsinn. Die wollen sich hier seriös geben, aber sagt im gleichen Atemzug, wir müssen ungefähr das Alter wissen, sonst dürfen wir da nicht weitermachen. Ja, was nützt dann jetzt ein ungefähres Alter? Wahrscheinlich wollen die damit nur abstecken, wie viel Geld man so ungefähr verdient und in welcher Gehaltsklasse man sich befinden könnte. Ja, oder weiß ich nicht, vielleicht können sie damit eure Intelligenz berechnen, ich habe keine Ahnung, wozu das genau dient. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Ahnung, wozu das dient, warum die jedes Mal darauf pochen, das Geburtsdatum, ja, wissen zu müssen oder das ungefähre Alter. Wie gesagt, das Geburtsdatum ist ja relativ Blödsinn, weil ich kann ja da irgendwas einfach sagen am Telefon. Eine Legitimation findet erstmal nicht statt. Die findet ja erst statt, wenn man Geld eingezahlt hat. Dann soll man seine ganzen Daten offenlegen, wie zum Beispiel die letzten Rechnungen der letzten 3 Monate, irgendwas von irgendeinem Stromanbieter bei euch, dass man das als Beweis einschicken soll. Eine Personalausweiskopie wollen sie dann immer noch haben. Und das sind so Sachen, da sollte man dann im Nachgang natürlich erst recht aufpassen. Wenn die solche Kopien von euch haben, dann können die euch natürlich auch imitieren und, naja, Ware in eurem Namen woanders kaufen. Oder irgendeinen anderen Schindluder damit treiben. Aber so ein ungefähres Alter, wie sie hier gesagt hat, ja, was bringt das? Weiß ich nicht. Schreibt's mal in die Kommentare. Okay, ich würde Ihnen sagen jetzt, auf unserer Plattform, weil Sie von Deutschland sind, das ist ja eine Plattform, das für Europa gemacht ist. Das heißt, sehr reguliert. Sie arbeiten, Sie handeln unten die deutsche BaFin-Finanzregulation. Haben Sie 2 Einzahlung-Auszahlung-Optionen mit die Kredit- oder Debitkarte, aber muss Visa oder Mastercard-Karte sein oder mit dem Online-Banking, mit Klarna oder Netflix? Tja, die Zahlungsmöglichkeiten sind ja auch immer nur die gleichen bei den Betrügern.
Hauptsache irgendwelche unseriösen Zahlungsmittel. Abbuchen tun die bei euch nicht, denn das könnte man ja letztendlich zurückgehen lassen, wenn man den Betrug gerochen hat. Da hat man noch 6 Wochen sogar Zeit. Und so lange wollen die Betrüger sich natürlich nicht Zeit lassen, um euch irgendeine Geschichte vorzuspielen. Aber was hier auch wieder interessant ist, dass man ja wieder auf einer Lizenz rumpocht, die SciSec, die eigentlich nichts wert ist. Die SciSec ist nichts anderes als ja ein Lizenzgeber, tja, auf einer Insel, wo man, naja, nicht unbedingt die saubersten und sichersten Lizenzen bekommt. Da kann jeder Dulli anfragen. Und da ist auch jeder andere Betrüger direkt bei denen lizenziert. Ja, was anderes ist es nichts. Da haben die zwar eine Lizenz, aber wert ist die unterm Strich dann trotzdem nichts. Weil dort, in Zypern, sitzen überall die ganzen Briefkastenfirmen, die man ja schon so öfters mal das ein oder andere Mal aus dem Fernsehen kennt. Und wo am Ende dann die Verbraucher Nase machen, wenn sie ihr Geld dort investiert haben. Was sie möchten. Aber wenn sie mir nicht sagen, wie alt sind sie, kann ich wegen das gar nichts machen. Ist das noch einmal ein Geheimnis, oder? Dann wird der Betrug halt nicht klappen hier in dem Fall. Aber ich mach das nicht. Sie müssen das mal verstehen. Mhm. Ich rufe dann wegen einer regulierten Plattform. Ich kann Ihnen das per E-Mail zuschicken. Von die Seite von BaFin können Sie das auch mit Ihren eigenen Augen nachschauen. Wenn es um mir geht, können Sie auch BaFin anrufen, da Sie über diese Plattform nachfragen. Ich kann Ihnen ja den Link schicken, auch die Regulation, die Lizenznummer, alles. So, Sie hören sich so wie ein Mann, das schon mit Trading etwas gemacht hat, aber mit unregulierten Plattformen. Also Sie müssen erstmal verstehen, ich rufe Sie nicht an wegen das. Und das können Sie alles von Ihrer Seite überprüfen. Ich bin gar kein Betrüger, ich bin nur den Kundenservice für unsere Trading-Plattform, die sehr gut ist und ja auch reguliert. Ich kann dir das wirklich per E-Mail zuschicken, aber du musst mir sagen, wie alt du bist. Das kann man doch eintragen auf der Webseite, oder nicht? Ja, du hast die Regulationsform, du musst das ja ausfüllen, nach die Einzahlung, du weißt, wie das geht. Die Verifikation, auch die Regulationsform, du kannst das ja ausfüllen. Aber wir sind interessiert in die Kunden, die Klienten, die mit uns langfristig arbeiten werden. Wie ich gesagt habe, ich kann Ihnen die Daten alles zuschicken, alles schicken per E-Mail, aber ich kann das nicht machen, wenn du mir nicht sagst, wie alt du bist. So, ich weiß nicht, wieso das ein Geheimnis ist. Das drückt ja dann nur auf Betrügerunternehmen zu, weil bei einem seriösen Unternehmen könnte ich all das direkt auf der Webseite eintragen und brauche dazu keinen Mitarbeiter. Du kannst das ja machen, aber du kannst dann von alleine nur handeln, weil unsere Broker sind nur interessiert für die Klienten, die mit ihnen langfristig arbeiten. Eure Broker arbeiten sind nur daran interessiert, die 250 Euro zu bekommen, um sich danach zu verpissen. Und du denkst, dass 250 eine große Summe ist? Nee, das ist nicht denken, das ist Wissen. Ich weiß, dass das nicht viel Geld ist. Aber genau mit diesem bisschen Pissegeld kann man auch nicht an der Börse handeln. Es bringt nämlich nichts. Da kannst du höchstens 20 Cent Gewinn machen, aber wahrscheinlicher ist es, dass ihr einfach euch mit dem Geld komplett aus dem Staub macht. Weil danach das 250 Euro ist nichts tun. Ich denke das nicht, ich weiß das. Weil du wirst sonst gar nicht anrufen. Kein seriöses Unternehmen ruft die Leute an und fragt, ob sie Geld einzahlen wollen. Es gibt keine seriöse Firma auf der Welt, die das macht. Du hast dich auf unserer Werbungsseite registriert. Richtig, um eure Zeit Januar ein bisschen zu verplempern und dich dann bei YouTube zu veröffentlichen. Ja, du kannst das machen. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ja. Das ist deine Sache. Das ist ja schade, dass du mit einer unregulierten Plattform gearbeitet hast. Ich meine, du kannst ja von alleine auf eine gute Plattform handeln. Ich bin ja nur auf unregulierten Plattformen angemeldet und das bewusst und mit Absicht. Und wieso bist du so geärgert, wenn es zum Trading geht? Das kann ich nicht verstehen. Ja, weil ihr die Leute verarscht. Das kann ich nicht verstehen, warum ihr die Leute verarscht. Ich mach das nicht. Aber du hast gar kein Interesse und du bist ja am Betrug beteiligt. Nee, ich bin nicht. Doch, aber doch. Wenn du gar telefonierst ja für den Betrug. Damit machst du dich mitstrafbar. Und was machst du jetzt? Was machst du? Was ich jetzt gerade mache, eine YouTube-Umfrage beantworten vom Creator Studio. Wollen wieder ein bisschen was verbessern hier. Okay, dann viel Glück damit und ich werde dir nicht mehr anrufen, weil du bist ja für ungefähr 25 Jahre alt und nicht so seriös. Naja, genau. Das hört man von der unseriösen Betrügerin. Ganz genau. Ja, ganz genau. Okay, du bist sehr süß, Mann. Dankeschön. Tschüss. Weiß ich. Tschüssi. Absolut unfassbar. Also findet da noch jemand Worte für?
Also falls ihr dafür Worte findet, für das, was jetzt hier noch gelaufen ist, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare, weil ich weiß damit tatsächlich selber schon nichts mehr anzufangen. Da fängt die jetzt hier tatsächlich, also erstmal davon abgesehen, dass sie vom Sie jetzt komplett aufs Du umgesprungen ist und sie hat sich da ja, also das war jetzt für sie normal. Auf einmal waren wir per Du. Und das, was sie da so alles von sich gegeben hat, tja, ist immer wieder das Gleiche. Sobald man da nicht einzahlen will und ein bisschen Ahnung von dem Ganzen hat, dann erzählen sie, ja, man hätte ja schlechte Erfahrungen gemacht. Dann wollen sie euch in diese Richtung drängen, dass ihr die Opfer wart und machen sich eigentlich über euch lustig. Wahrscheinlich ist es tatsächlich sogar so, dass viele Opfer bei diesen Firmen anrufen und, naja, dann eben Terror machen, um irgendwie wieder Geld zu kriegen. Beziehungsweise nicht die Opfer rufen dort an, sondern melden sich einfach noch ganz oft an. Das kann tatsächlich so eine Reaktion sein, wenn man sein Geld dort verloren hat. Es ist aber schon Wahnsinn, dass die das immer wieder so als Argument nehmen. Das ist für die genau das Argument, warum man jetzt so am Telefon reagiert, weil man schon mal beschissen wurde. Dann sollte man sich vielleicht mal die Frage stellen, warum kommen die denn jedes Mal zu der Schlussfolgerung? Vielleicht, weil sie selber einfach die Leute permanent am laufenden Band bescheißen, um ihre Kohle, die sie dort eingezahlt haben, um dann am Ende nichts wieder rauszuholen. Es ist schon Wahnsinn. Aber ich habe euch noch ein drittes Telefonat heute mitgebracht. Guten Tag, meine kleine Honigblüte. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Andreas Kott? Ja, Kott. Ich melde gerade von der Plattform Vorbissräder, wo Sie eine Anmeldung gemacht haben. Sie meinen von der Plattform? Ja, genau. Sie sind zu Hause jetzt? Was? Sind Sie zu Hause jetzt? Sie meinen, sind Sie jetzt zu Hause, nicht? Sind Sie zu Hause jetzt? Sind Sie nicht zu Hause? Doch. Okay, haben Sie einen Computer in der Nähe? Ja. Okay, ich wollte mit Ihnen das Konto aktivieren. Aha, was denn für ein Konto? Bei Online Trading, weil Sie haben selber eine Anmeldung gemacht. Aha. Haben Sie das Konto bekommen oder noch nicht? Nee, das kam noch nicht angeflogen. Okay, haben Sie das Programm mit Namen AnyDesk in Ihrem Computer? Nee, so eine illegalen Programme habe ich nicht drauf. Das ist keine illegale Programm. Ja, nee, aber damit macht man illegale Sachen. Ja. Und hier nochmal der Hinweis, Finger weg von AnyDesk, TeamViewer und VNC und von was es da noch so alles für Remote-Desktop-Software gibt. Mit diesen Programmen kann man sich mit der Familie helfen lassen oder man kann ja seinen PC selber aus der Ferne steuern. Hier sollte man allerdings tunlichst keine fremden Menschen auf den eigenen Computer lassen. Denn sind die erstmal auf eurem Computer, dann kann hier eine ganze Menge Unheil passieren. Bitte? Damit kann man aber illegale Sachen machen. Natürlich, du kannst illegale Sachen machen, aber nichts mit uns. Nee, aber ihr ruft doch illegal an. Na, das ist eine Diskothek. Das ist keine illegal, mein Lieber, doch. Weil Sie haben eine Anmeldung selber gemacht. Nee. Wie ne? Warum lügen Sie mir? Weil. Aber Sie können doch nicht mal Deutsch. Das heißt nicht, warum lügen Sie mir. Das heißt, warum belügen Sie mich? Okay, aber also dann lügen Sie mich. Was? Was? Warum lügen Sie mich? Hab ich gesagt. Nee, das ist falsch. Das heißt so nicht. Ich weiß, weil ich bin auch kein Deutscher, ich habe auch nicht gesagt. Ja, aber warum rufst du denn in Deutschland an? Wegen der Anmeldung, was Sie getätigt haben. Okay, das hat der habt ja bloß die Daten gekauft, da hat sich ja keiner angemeldet. Okay, wollen Sie anfangen mit uns, mein Lieber? Natürlich. Okay. Mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? 7 Trilliarden Euro. 7 Trilliarden Euro? Ja. Okay, sind Sie so reich? Ja, natürlich. Oh. Und hübsch bin ich auch. Okay. Ja, und das Beste ist an mir meine grenzenlose Bescheidenheit. Okay, ich schaue noch Internet. Internet gucken? Ja. Wo denn? Eins sogar. Ja. Sabine mit der Babette und der Bärbel und der Bettina. Ich kann verifizieren, wie reich sind. Ja. Sie kommen nicht mal auf Google-Seite. Du musst ja auch nicht. Ja, weil sie haben kein Geld. Ja, du stehst auch nicht bei Google drin. Außer, dass dein Laden da Betrug ist. Hey, beleidigen Sie mich nicht, okay? Das ist keine Beleidigung. Das ist ja eher noch nett. Aber, naja. Warum sagen Sie mir, ich bin ein Betrügmann? Na, weil du ein Krimineller bist. Du bescheißt die Menschen. Ich? Ja. Sind Sie sicher? Ja. Woher wissen Sie das? An deiner Kakerlakensprache.
Ah, ja, das ist normale Sprache, weil deutsche Sprache ist ein scheiß Sprache. Genauso wie da, wo du herkommst. Woher komme ich? Aus Albanien. Aus? Albanien. Echt jetzt? Ja. Ah, du kleiner Motherfucker. Ja. Fickst du öfters mit deiner Mutter, ja? Wie bitte? Du fickst öfters mit deiner Mutter? Du fickst mit deiner Mutter, weil das... Nee, das geht nicht. Meine Mutter ist ja deine Mutter. Nein, kann nicht sein. Klar. Frag sie doch mal, was ich gestern mit ihr beim Zähneputzen gemacht habe. Ich habe ihr Gebiss rausgenommen und habe es dann aus dem Fenster geschmissen. Du hast deine Mutter gefickt gestern? Nee, das ist eklig. Wenn denn deine? Deine hast du gefickt, weil ich bin dein Vater. Schau, eins kommt. Nee, besser nicht, weil sowas kann, glaube ich, nicht von mir abstammen. Aber weißt du was? Ich bin ja felsenfest der Überzeugung, dass du mindestens pädophil sein musst. Ich bin kein Pädophil, okay? Weil du stehst auf Kinderficken. Du hast ja gerade erzählt. Das ist ja ekelhaft, was du da so erzählst von dir. Aber gut, was will man ja auch erwarten, wenn man irgendwo aus Albanien kommt, dass irgendein dreckiges Callcenter, wo man die Leute den ganzen Tag nur nervt, war. Und eigentlich den ganzen, also noch nie irgendwas in seinem Leben so geschafft hat. Ne? Das ist eigentlich so, ja, mehr kann man gar nicht zusammenfassen in deinem Leben, weil da wird ja wohl nicht mehr passiert sein. Du bescheißt die Leute und findest es auch noch in Ordnung, dass du die Leute betrügst oder was. Das kann doch nicht normal sein, was du da machst. Das ist doch peinlich. Glaubt dir das überhaupt irgendjemand, den du da anrufst? Das ist doch nur Blödsinn, was du da von dir runterlaberst. Das glaubt doch echt keine Sau. Und vor allem Anydesk, auffälliger geht's doch gar nicht. Mal davon abgesehen ist YouTube voll mit euch Kakerlaken. Brauchst du bloß mal auf YouTube eingeben. Du hörst dich doch selbst schon tausendmal auf YouTube. Man kennt doch schon deinen Drecksladen. Ist doch immer voller das Gleiche da mit euch. Ihr versucht die Leute zu bescheißen auf primitivste Art und Weise. Und in der Birne habt ihr alle nichts. Ist doch einfach nur noch Wahnsinn. Ich frage mich, wie man so ihn eigentlich ans Telefon tackern kann. Aber du musst als Kind musst du irgendwann mal einen Snickers an den Kopf geworfen gekriegt haben, so ein tiefgefroren, das war. Ja, so ein Eis. Boah, die sind lecker jetzt bei den Temperaturen. Aber das bin ich nicht. Du bist es, wenn denn, weil du gibst immer diese ekelhaften Wörter von dir. Ich definitiv nicht. Aber definitiv bist du aus Albanien. Das haben wir jetzt schon mal mittlerweile rausgekriegt. Und in Ordnung ist das aber nicht, was du da machst. Findest du das gut, wenn man so die Leute bescheißt, oder was? Kannst du mein Kari essen? Ja. Denn die Sicht hat Karis. Und so sieht es aus, wie man eigentlich mit einem Betrüger sprechen sollte. Denn die wollen nur an euer Geld. Was Nettes wollen die nicht. Der hier war auf jeden Fall mal perplex, dass er mal von jemandem am Telefon so runtergeputzt wurde. Auch wenn ich mich hier wirklich noch sehr, sehr, sehr zusammengehalten habe. Und nicht das gesagt habe, was ich eigentlich von diesen Leuten halte. Tja, das Beste halte ich von denen auf jeden Fall nicht. Denen wünsche ich definitiv das Schlechteste. Denn die tun nichts anderes, als euch um euer Geld zu bescheißen. Vielleicht nicht euch, wenn ihr die Videos schon gehört habt. Aber man sollte schon aufpassen in seinem Umfeld, dass auch niemand von euren Verwandten, Bekannten, Freunden, Familie, irgendjemand da sein Geld drin versenkt. Denn gerade ältere Menschen oder auch gerade jüngere Schulabgänger zahlen hier sehr gerne ihr Geld ein, weiß ich nicht. Reich zu werden? Wahrscheinlich nicht. Reich an Erfahrung höchstens. Und deswegen gehen die ja auch relativ schnell immer davon aus, dass man schon mal betrogen wurde. Weil es auch leider oft der Fall ist, dass Menschen dort ihr Geld einzahlen. Aus diesem Grund teilt er daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.